Der Mensch ist angewiesen auf die Natur und es ist unser höchstes und wichtigstes Gut. Unsere bayerischen Bauern wissen ganz genau, wie die Natur funktioniert. Und deswegen brauchen wir auch mehr Respekt und mehr Schutz im Zusammenspiel. Und ich wünsche mir einfach, dass wir als Land, Benutzer im Sinne von Sportlern, Mountainbikern, Wanderern, dass wir das wieder uns zurückholen, auch ins Bewusstsein, was es bedeutet, diese wunderbare Natur auch für unsere Freizeit, für unsere Sportaktivitäten zu nutzen und damit eben auch ein Stück weit wieder sich zu besinnen, was darf ich und was darf ich nicht oder was kann ich tun und was nicht. Respektiere deine Grenzen, respektiere die Natur, ist uns von ganz wichtiger Bedeutung, damit man eben dieses Zusammenspiel von Natur und Mensch wieder ein Stück weit in ordentliche Bahnen lenkt. Natürlich leben wir einerseits vom Tourismus, andererseits ist der Tourismus so stark, dass ich Sorge habe, dass sich die Natur nicht mehr regenerieren kann. Also letzten Endes Tag- und Nachttourismus und leider auch abseits der Wege. Ich schätze das so ein, es ist so logisch, dass einfach die Regenerationsfähigkeit nicht mehr gegeben ist und es wäre zu schade, das nicht zu erhalten. Man muss die Leute sensibilisieren, das ist ganz ein wichtiger Punkt, und darauf hinweisen. Mit diesen Regeln können wir versuchen, eben die Natur zu schützen und zu erhalten, eben diese Regenerationsfähigkeit so zu haben, um die für die nächsten Generationen. Als Vertreter von großen Grundstückseigentümern ist uns das Respektiere deine Grenzen sehr wichtig, weil einfach, egal in welchen Wirtschaftszweigen, ob Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd, das Verständnis von den Menschen immer mehr abgeht wird und oft die Aufklärung einfach fehlt. Und wir durch das versuchen, wieder sanften Tourismus, geleiteten Tourismus, durch dies zu fördern und wieder aufzuklären. Wir brauchen jetzt Mitstreiter, wir brauchen eine regelrechte Bewegung für diese Bewusstseinsbildung. Ich würde mir wünschen, dass alle Almregionen, die Alpenregion in Summe, dass Bürgermeisterinnen und Landräte alle mitmachen, um hier natürlich genau diese, ja, ein Stück weit auch Lenkungsfunktion für den Tourismus, für den Sport auch möglich machen. Wir sind ja froh und dankbar über jeden Gast, der in den Regionen ankommt. Wir sind stolz auf das Bild, das Bayern abgibt. Wir haben eine einzigartige Kulturlandschaft und ich habe größtes Verständnis, dass wir diese eben auch alle genießen wollen. Aber damit es eben eine schöne Landschaft bleibt, dass wir auch die Landwirte in Zukunft motivieren, diese einzigartige Landschaft auch aufzubewahren und zu beschützen, glaube ich, braucht es ein ordentliches Miteinander voller Respekt und, ja, Rücksichtnahme.